Okay. Los geht's. Roxas, ab heute gehst du mit Shion auf Mission. Achte auf die Infos, die ich in den Missionsbesprechungen für dich vorbereitet habe. Entscheide an. Ja, das kennen wir schon. Okay, heute mal eine Mission in Twilight Town mit Shion. Toller sind Giftpflanzen. Finde und besiege sie gemeinsam mit Shion. Giftpflanzen können leicht mit Feuermagie getötet werden. Nimm ein paar. Okay, nimm dich. Ja. Entschlussring. Ja, okay. Ich werde mal kurz was machen dann. Wenn da so steht, dass die effektiv auf Feuer sind. Weg damit. Und machen das hier mal rein. Und legen die Level-Ups da oben hin. Und die deine Magie größere Stärke. Könnte ich jetzt auch mehr gebrauchen als das hier. So, und wo ist Feuer? Hier. Was stand da? Ermöglicht dir zwei Sprüche jeder Magietage, die du mit dir verbindest. Also jetzt insgesamt 6 Feuersprüche kann ich machen. Gut. Ja, das weiß ich. Danke. Danke, dass du alles wiederholst, nachdem ich mit dir darüber schon gesprochen habe. Wartet. Okay, Mission antreten. Heute seid ihr das erste Mal im Team unterwegs. Es gibt einen Herzlosen, den ihr ausschalten müsst, Roxas. Du wirst die Mission leiten. Er wurde schon Boss. Ich? Oh, okay. Da ist noch was Besonderes bei Shion. Dazu komme ich später zu Wort, also wenn dieses bestimmte Ereignis passiert ist. Aber erstmal, wenn das passiert ist, will ich nicht sofort spoilern. Ich habe es auch total vergessen, dass da was Besonderes mit dir war, oder? Noch. Und ihr Name hat auch eine bestimmte Bedeutung. Shion heißt Ebbe. Gehen wir. Wie Kairis Name etwas mit dem Wasser zu tun hat und Namini auch, hat Shion auch eine bestimmte Bedeutung mit dem Namen. Ich leite also die Mission? Ja, du bist Anführer. Denk jetzt nicht, dass du jetzt Bossy bist. Okay, es gibt zwei Wege. Es gibt zwei Wege. Das Schlüsselschwert ist viel besser, finde ich. Das macht auch bessere Moves. Okay. Ich werde keinen Feuerzauber für diese Teile hier verbrauchen, weil ich brauche. Shion, du brennst. Nicht gut. Okay, komm. Ja, ich wusste es, dass auch hier werden kommt, dass auch hier welche sind. Wenn ihr beim anderen Angang schon welche bewachen, das heißt dann auch, dass auch hier sind. Komm. Okay, das Teil ist. Ach, verdammt. Egal, wenigstens sind die gestorben. Ach verdammt, Shion, kannst du mich irgendwie heilen? Wenn du mal so nett bist. Sie kann mich heilen, aber wenn sie Bock hat. Oder wenn ich das eingestellt habe. So. Und. Greifst du auch irgendwie mal an? Irgendwie kommt sie mir nur als Last vor. Die greift irgendwie nicht an. Okay, so sieht unser Boss aus. Sieht, macht für mich. Okay, da drin geht's. Ah, da wartet der Boss auf uns. Okay. Ich werde erstmal alle Herzlosen hier töten. Ich konnte auch einfach zum Boss gehen und alles töten. Aber wenn man. Ich gebe mir extra Mühe. Ich bin ein toller Mitarbeiter. Okay, dich lasse ich jetzt in Ruhe. Wenn du so Suizid gefährdet bist, ist deine Sache. Aber du. Ach, Shion. Wieso musst du auch noch dahin? Shion? Ach doch, die macht etwas. Die macht Feuer. Gut, gut. Oh, da. Puh, knapp. Okay, du bist weg.
Die Herzen bekomme ich trotzdem. Shion, kommst du mal mit? Teleportation, Shion. Ah, da seid ihr. Okay, komm, 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 ich habe deine Idee. Ach so, komm. Hallo? Shion, greifst an? Du bist weg. Du bist auch weg. Ich glaube, ich kann das einstellen. Ach so, okay. Egal, mehr Herzen für mich. Okay, ich habe bisher keine Schatztruhen gefunden. Da sind die ganzen Schatztruhen in diesem Tunnel drin. Zum Glück tauchen die Herzen nur hier einmal auf, wenn man die getötet hat. Nicht wie in Dark Souls. Habe ich von Final Message ja gesehen. Die tauchen so oft auf. Ach, das ist so... Ich glaube, ich hatte nicht die Geduld dafür, jedes Mal die gleichen Monster nochmal zu töten. Okay, Limitbrecher, das wolltest du ja. Das ist alles deine Schuld. Das hättest du nicht miterleben müssen. Oh, ich hasse euch. So. Und... Okay, du wirst dich gleich selbst umbringen, du Vollidiot der Natur. Da geht's nicht weiter und da geht's. Da ist eine Truhe. Mit Potion. Okay, eine Truhe haben wir schon gefunden. Gut, gut. Da findest du nur eine Truhe. Ich glaube, ich weiß auch, wo die ist. Ja, ich weiß es, wo das ist. Aber erstmal hier reingehen. Weil hier die Truhe ist. Eigentlich dachte ich, das ist beim Boss. Naja, man kann sich auch irren. Also mit dem Schlüsselschwert ist viel einfacher als das mit den anderen. Ich glaube, das habe ich auch nie benutzt. Hallo? Sterben? Danke. Potion. Die kann ich auch gut gebrauchen, gleich beim Boss. Der ist ja effektiv, der ist anfällig, meine ich, auf Feuer. Deswegen ist es gut. Die eigentlich auch, aber nee, das Feuer werde ich behalten. Okay, die bringen sich gleich selbst um. Und Shion ist ja so dämlich und bleibt. Ja, Shion, du sollst brennen. Das ist deine selbst, das ist deine eigene Dummheit. Das wäre nicht passiert, wenn du nicht so dämlich wärst. Aber Shion. Ich mag dich, ganz ehrlich, ich mag dich. Vom Menschen auch als Charakter her. Und da ist die Riesenpussy. Ach, Mann. Schön mal eine Runde. Ach so. Und das Teil ist tot. Okay. Rückkehr erlaubt. Geht klar. Aber erstmal sehen, vielleicht kann ich. Nein, schade. Shion kann mich irgendwie heilen. Ich bin irgendwie knapp vom Abkratzen. Noch, als ich früher gegen gekämpft habe, habe ich so. Hab ich mich so dämlich an. Heavy. Ach so. Der wurde nicht getriggert, als ich da. Wieso tauchen die jetzt auf einmal so auf? Okay. Schon wieder. Ihr Bastarde. Aber das reicht jetzt auch. Es waren genügend Kämpfe. Sollen froh sein, dass ich das gemütlichsten gemacht habe. Okay, hier. Und weg mit dir. Hallo, wieso kommen jetzt auf einmal so viele wieder?
Ich hab doch den Boss besiegt. Ja, komm. Mehr zu töten schadet ja nicht. Bring doch mehr Herzen für die Organisation. Okay. Das war dämlich. Wenn ich jetzt bei denen jetzt sterbe, das ist nicht mehr normal. Was habe ich euch gesagt? Ach, das war knapp. Und weg mit dir. Und hier rein. Zurück zum Schloss. Ja. Okay, die gehen jetzt wieder den gleichen Weg. Ich muss noch woanders hin. Geh ohne mich zum Schloss zurück. Okay, will irgendwie nicht sagen. Du wirst jetzt alleine Eis essen gehen, das ist irgendwie... Ey, mach das jetzt nicht. Alleine Eis essen. Hm, er macht's doch. Schon wieder die Krähen. Irgendwie finde ich es auch ein bisschen traurig, alleine Eis zu essen. Mit Freunden ist... Ja. Merkst du jetzt auch. Alleine zu essen ist merkwürdig. Und ein bisschen traurig. Entschuldigung. Hm. Ausrüsten gleich. Das Ende der Stille. Das ist jetzt bezogen auf Shion. Ohne die ganzen Wichtigtour ist sie doch gleich 100-mal schöner, habe ich recht? Wichtigtour? Von wem redest du? Ja, das Dream Team, das zum Schloss des Infants gegangen ist. Mann, traumhaft, endlich sind sie weg. Oh. Schade, dass du und Schätzchen kaum Zeit mit ihnen verbracht habt. Schätzchen, wer soll das sein? Shion natürlich, wer sonst kleiner? Nennt mich nicht kleiner. Er wird auf mir für hier. Und Sex. Roxas, geh an die Arbeit. Du faule Sau. Können dich verbunden, du kannst nur eine installieren. Geht klar. Anscheinend sind die Leute im Schloss des Feinds abgemuxt worden oder tot. Sinnlos, sich um Abwesende zu sorgen. Sie verlieren diese Runde durch Abwesenheit. Unsichtbar. Wir haben 6 Mitglieder zum Schloss des Infants geschickt. Die Hälfte von uns? Warum habt ihr die Hälfte von euch dahin geschickt? Herrlich, wenn Laxin nicht da ist. Da gebe ich dir recht. Dann kann ich einfach rumsitzen und sich da spielen. Tafel. Ich werde mal den Ring hier ausrüsten. Hilft mir auch viel. Okay. Und Shion? Jetzt auf einmal sagst du nichts mehr. Heute bildest du wieder mit Shion ein Team. Komm jetzt wieder so Nebenmissionen. Besiege die Deserteure. Jedenfalls sind selten herzlos aufgetaucht. Deserteure genannt. Finde so und besiege sie mit Zeit. Wir werden aggressiver, wenn einer von... Oh. Ich weiß wieder, wer das ist. Ich weiß das wieder. Huh, ich weiß es wieder. Und ich habe ja noch 8 Minuten, deswegen werde ich noch weitermachen. Ich werde weitermachen. Okay, da sind die Gegner von uns. Eine Truhe, die du jetzt nicht eröffnen. Energieeinheit plus 11. Okay, die Deserteure sind so aus, sehen aus wie Klappersoldaten, aber anders. Und da sind sie ja. Die sind ekelig. Die können mich sofort töten, weil ich ja auf Profi spiele. Hallo? Oh.
Triff ihn, triff ihn, triff ihn, triff ihn. Ja. Jetzt wird aggressiver. Ich komme jetzt schon durcheinander und ich werde gleich sterben. Das sehe ich jetzt schon kommen. Irgendwie haben die sich jetzt zusammengerottet. Komm. Mit dem Limit Brecher ist es einfacher. Ach, ich dachte schon, die bringen mich jetzt um. Ich muss nochmal woanders hin. Gehe ich schon ohne mich? Roxas? Hä? Ja, sie hat was gesagt. Was hast du gesagt? So heißt du doch, oder? Du heißt doch Roxas, oder? Richtig. Ja, Shion, stimmt genau. Hm. Wieder mal eine Katze nach langer Zeit. Ja, schon wieder die Krähen. Mein Name war das Erste, was sie jemals gesagt hat. Ist sie gestorben? Das klingt so, was sie jemals gesagt hat. Das hätte mehr gepasst, was sie bisher gesagt hätte. Was ist das denn? Verbindet sich mit deiner Waffentafel und steigert die Angriffskraft je nach Waffe. Ach so, geht klar. Tag 25, zwei Schlüssel. Zwei Schlüssel. Wieder der Schillergang. Shion, bitte Kapuze abnehmen. Morgen, Shion. Oh, schon wieder mal still sein. Ist irgendwas? Guten Morgen, Roxas. Sykes. Beendet eure Vorbereitung so schnell wie möglich. Ein riesiger Herzloser muss ausgelöscht werden. Sag jetzt nicht, jetzt kommt die Mission. Sag jetzt nicht, jetzt kommt die Mission. Sag jetzt nicht, jetzt kommt die Mission. Doch, jetzt kommt die Mission. Ich weiß es jetzt schon, ich weiß es jetzt schon. Oh. Oh nein. Wie ich mich schon darauf freue, dieses verfickte Monster zu töten. Okay. Und Energieeinheit so. Okay. Alles gemacht. Und wer ist alles da? Ist nur Saldin da? Ja, anscheinend schon. Nimm das. Vier weitere gute Arbeit. Mondstein. Hey. Pipi brauche ich jetzt. Wann kann hier los? Oh, du willst dringend arbeiten. Sie will arbeiten. Sie suchen einen Job, die müssen zur Organisation. Die kriegen jeden Tag einen Job. Deine heutige Mission mit Shion ist besonders wichtig. Du wirst zusätzlich die Felder bekommen, wenn du die Mission für uns erledigst. Je mehr du bearbeitest, desto mehr Tafeln darfst du installieren. Ah, jetzt erklärt man das mit den Tafeln. Besiege den Schattenborn. Den meinte ich. Genau den. In Twilighton ist ein Schattenborn aufgetaucht. Finde und besiege ihn gemeinsam mit Shion. Inseriere eine Blocktafel, bevor du gegen einen Schattenborn antrittst. Du wirst sie benötigen. Hab ich. Okay, das werde ich noch in diesem Part machen. Ich weiß auch, wo der Schattenborn auf mich wartet. Ich weiß es ganz genau. Ich weiß es ganz genau. Warte, ich glaube, jetzt macht sie etwas. Roxas? Jetzt macht sie es. Jetzt zeigt sie ihr Gesicht. Hey! Mit wem hat sie Ähnlichkeit? Viel Glück heute! Danke! Die auch, Shion? Auf gute Zusammenarbeit hier! Okay, da ist zu. Warte, kommt nicht hier ein Gegner raus? Nein. Okay, jetzt auf einmal sterben die so schnell. Nachdem ich ein bisschen gelevelt habe. Oh,
Ach, ihr verdammten... Ja, was willst du, ein Shion? Hallo, angreifen? Shion, du... Wenn du schon sagst, viel Glück, dann musst du auch ein bisschen dabei helfen. Stirb. Es gibt 5 Schatztruhen hier. Pyroschlitter. Okay. Kommen hier noch Gegner? Potion halten. Okay. Der Schattenbund wartet auf der Bahnhofstation, kann ich jetzt schon sagen. Geht tot. Und man sieht schon das Bild von ihm. Okay, danke, dass du ihn getötet hast. Kannst auch weiter angreifen, kein Problem. Ich habe kein Problem damit, wenn du jetzt weiter angreifst. Ja, jetzt auf einmal, wenn das Monster tot ist. Shion, du bist einsame Klasse. Einfach einsame Klasse. Okay, jetzt kommt der. Jetzt kommt die Sequenz. Und da ist er schon. Was ist das? Unser Ziel. Bist du bereit? Ja. Okay, da ist er schon. Unser Boss. Der hat nicht so viel Leben. Oh. Die Schattenlöche können mich mal. Ich greife erst seine Hand an. Okay, die Blocken war das hier, oder? Okay, jetzt kommt ein Erdbeben. Das heißt, ich bin da ausgewischt und sie kann das nicht. Naja, wenn sie es nicht kann, ist es ihre Sache. Echt jetzt. Oh, jetzt kommt das. Oh, scheiße. So. Deswegen brauchte man Glocken. So. Jetzt kommt wieder seine komische Faust. Komm. Ich weiß noch, als ich das erste Mal gegen ihn gekämpft habe, ich mich so dämlich angestellt. Ich mache irgendwie alles jetzt besser. Oh, verdammt. Oh. Hat er den Erdkern rausgeholt? Warte, blockieren, blockieren. Achso, die kann man nicht. Okay. Ey, komm, nur ein kleines Stückchen. So, erledigt. Oh, yeah. Okay. What? Instant kill for the win. Sie hat ihn vernichtet, eiskalt. Wow, Shion, ich wusste gar nicht, dass du das Schlüsselschwert benutzen kannst. Ich auch nicht. Sag ich doch. Du warst großartig. Ich finde, du verdienst eine Belohnung. Willst du einen Lutscher? Was für einen? Ein Dauerlutscher. Eine Belohnung? Ja, das Sahnehäubchen. Ey, das kann man jetzt echt zweideutig verstehen. Komm, es gibt da diesen Ort. Wo die... Ach, egal. Nee, diese Perversitäten lasst mal jetzt. Wie hast du so einen tollen Ort gefunden? Hier, bitteschön. Mehr Salz als Ice Cream. Ice Cream?
Yes. Na los, probier mal. Ich hatte was reingetan. Okay. Reinbeißen. Schmeckt süß, aber auch ein bisschen salzig. Echt gut, was? Axel und ich treffen uns hier immer nach der Arbeit. Und? Mehr Salz. Axels Lieblingssorte. Und deine wohl auch. ja. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber Axel sagte, er hätte mich an meinen ersten Tag hierher mitgenommen. Und nach meiner ersten Mission hat er mir wieder ein Eis gekauft. Er meinte, das wäre das Sahnehäubchen. Eine kleine Belohnung. Genau. Ihr seid bestimmt gut befreundet. So. Axel ist mein erster Freund. Dein Freund? Nicht in dem Sinne, Shion. Roxas, glaubst du, ich könnte mit euch befreundet sein? Warum nicht? Fragen wir Axel, wenn er zurück ist. Dann können wir zu dritt Eis essen. Wieso muss man Axel fragen, damit ihr Freunde sein könnt? Okay. Naja, das sind niemande. Die haben Probleme zu kommunizieren und Gefühle zu entwickeln. So ist es halt. Und wir haben Eis gelernt und Feldfreigabe. Ja, wir kriegen ein Feld dazu. Vernichtet. Was wurde vernichtet? Keine Ahnung. Schon wieder liegt er mit seinen Schuhen auf seinem weißen Bett. Ja, streck dich mal, aber trotzdem könntest du die Schuhe davor ausziehen. Worum es wohl heute bei der heutigen Mission geht? Hoffentlich kommt Shion mit. Der Chillergang, hey. Und was in aller Welt ist dann passiert? Gut, guck nicht mich an, Mann. Ich hab's gerade erst erfahren. Sigba, ist alles okay? Okay, von wegen. Das Team, das wir zum Schloss des Infants geschickt haben, wurde ausgelöscht. Ausgelöscht? Aber das bedeutet ja... Richtig. Roxas, deine Mission, geh mit Sigbar nach Agrabah. Stimmt das mit dem Schloss des Infants? Das braucht dich nicht zu interessieren. Aber was mit Axel? Das weiß keiner. Vermutlich ist er zusammen mit den anderen verschollen. Aber... Kein Aber, es gibt viel zu tun. Mach die Stadt klar. Okay. Neuer Eintrag in Roxas Tagebuch. Das sehen wir im nächsten Part.